Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Landwirtschaftssimulator 2014. Und ja, im letzten Part haben wir hier angefangen, Düngemittel zu streuen. Und das würde ich gerne jetzt fortsetzen. Wollen. Deswegen. Setzen wir das jetzt fort. Können wir mal in die Statistiken gucken. Ne, wir haben nichts mehr drin. Das heißt, wir können uns unseren Düngemittelstreu jetzt, unserem Ladewagen noch nicht leisten. Aber ich denke mal, bei der nächsten Mission wird das auch noch kommen. Ja, wir schleichen hier sehr langsam. Und ja, in diesem Part möchte ich auch noch anfangen mit Seen. Das wird dann in den nächsten paar Parts ernten können. Ich weiß noch nicht, was ich während der Zeit mache, wann das hier wächst. Da habe ich noch keinen Plan, die Karte habe ich euch ja schon gezeigt. Ich kann euch die Menüübersicht zeigen, aber ich weiß dann nicht ganz genau, ob das Spiel weiterläuft. Ich denke nicht. Deswegen tue ich einfach die Zeit hier abwarten. Wenn wir gesehen haben, tue ich die Zeit hier einfach abwarten. Mach die 10 Minuten voll. Und du dann den Rest warten und du dann den nächsten neuen Part anfangen. Wenn das Getreide dann ausgewachsen ist, so werde ich es wahrscheinlich machen, um euch einfach nicht die 10 oder ja, abzuwarten lassen, weil es ganz schön lange dauert, ehe das fertig ist, das Getreide gewachsen. Deswegen tue ich das lieber offline machen, also außerhalb des Videos. Ja, das sieht man auch ein paar Pflanzen. Stadien, sage ich jetzt mal, Wachstumsstadion. Stadien. Und ja, mehr sieht man dann auch wieder nicht. Das heißt, es ist unnötig, das zu zeigen. Deswegen habe ich auch im letzten Part, oder in den vorigen Part, euch die Karte gezeigt, weil das wirklich etwas länger dauert. Nicht so wie im Formelpro, wo das in 10 Sekunden gewachsen ist. Geht ja extrem schnell beim Farming Pro. Das finde ich ein bisschen schade. Und wir schleichen ja mit unseren 8 km pro Stunde übers Feld. Wenn wir dann den größeren Traktor haben, wird es jetzt wahrscheinlich auch schneller gehen. Weil der Traktor hier, der Lindner Geotraktor, ist ein bisschen zu klein. Aber ich habe halt nur mal nichts anderes. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Und das ist in dem Fall nur mal der. Ich würde sagen, dass wir wieder Raps anbauen. Weil er ziemlich gut im Preis liegt. Kein Stroh entsteht. Ja, wir können das Stroh ja eh nicht einsammeln oder und ja, dann leg mal los. Mit sehr high. Dass es hier immer fertig wird.
überhaupt keine Lust auf sehen. Überhaupt nicht. Ich bin nicht ganz sicher, wenn wir das jetzt einen Helfer machen lassen, dass das Geld vielleicht dann uns am Düngemittel Ladewagen. Was habe ich denn mit Düngemittel? Keine Ahnung. Dass es dann am Ladewagen hängt. Dass dann die 700 Euro oder was auch immer. Dass sie uns dann fehlen zum nächsten Kauf, das ist ja auch doof. Das war natürlich auch schade. Ja, und jedenfalls werde ich mir bald ein Headset kaufen, denke ich mal. Je nachdem, was meine Mutter dazu sagt. Und was ich für alles vorgeschlagen kriege. Ich denke mal, es wird ein Logitech werden. Entweder G230 in Rot. Gibt es ja, glaube ich, nur in Rot. Das G430 in Blau. Das G5 oder das G35. Das G930 ist ganz schön teuer. Die sind generell alle da. Aber ich bin halt noch nicht ganz sicher. Ich brauche definitiv eins mit Mikro. Mein Kumpel hat mir auch schon das Bitphoenix Flow angeboten. Das ist auch ein gutes Headset, aber ich glaube, das liegt eher weniger gut in meinen Ohren drin. Ne? Und ja, ich werde erstmal testen. Die ganzen Headsets. Was dann am besten für mich rauskommt, das werde ich mir dann kaufen. Ich muss mir schließlich auch noch was leisten. Oder ich darf mir ja schließlich auch was leisten. Dann muss ich morgen nochmal einkaufen gehen. Also wenn ihr das Video seht, ist höchstwahrscheinlich schon Samstag. Ich nehme es aber am Freitagabend auf. Das heißt, ich werde definitiv am Samstag früh noch einkaufen gehen. Mal gucken, mir und Bob mich ein bisschen beraten lassen. Und ja, vielleicht wird auch schon Logitech. Vielleicht kann ich auch eins testen direkt vor Ort. Das war natürlich auch cool, wie das in der Ohr liegt, nicht im Ohr liegt. Weil es gibt keine, sehr wenig Tester. Es gibt nur hier solche. Wie sind die denn? Solche. Turtle Beach. Headsets zum Testen. Ich möchte aber kein Turtle Beach. Ich möchte nur die testen. Aber da müsste ich dann erst fragen, ob das überhaupt geht. Bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Ja, das sind ja keine Ausstellerstücke dran. Sondern das sind ja verpackte, ist ja verpackte Ware. Ja, mal sehen. So langsam neigt sich der Part auch dem Ende zu. Heute leider etwas weniger Gesprächsthemen. Ich war heute eher wieder ruhig mal. Und ich würde sagen, dann mache ich hier noch die zwei Felder fertig mit 10.
weil das einfach nur hin und her fahren ist. Da brauchen wir keinen, da muss ich nichts groß aufnehmen. Das wisst ihr doch, wie es aussieht hier. Und dann sehen wir uns jetzt im nächsten Part wieder, wenn es dann mit der Ernte losgeht. Und wir uns endlich unsere letzten Maschinen leisten können zum Gras. Unserem Bänder. Okay, den könnten wir uns aber jetzt leisten. Das werde ich jetzt wahrscheinlich noch mit anhängen. Und unseren Ladewagen. Das heißt, ich mache jetzt hier noch die Bahn zu Ende. Kaufen wir die Bänder und dann durch die zwei Felder noch 10. Werde ich wahrscheinlich einen Helfer neu stellen, weil ich keine Lust habe, hier weiter zu sehen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Abonnieren, liken und Feedback bitte nicht vergessen. Und ich habe es euch versprochen gerade eben, deswegen ist gekauft. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es dann wieder heißt, Let's Play Landwirtschaftssimulator 14 oder Farming Pro, egal wo ihr einschaltet. Über Likes, Abos und Feedback würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann machst du schon alles zu dem Part. Macht's gut, Leute. Tschüssi.